Guten Tag, ich bin Gustus, der ehemalige Alchemist. Jetzt bin ich der Hüter der Zeit. Haha, ich habe schon alles Mögliche gemacht in meinem Leben. Also, wenn ich einen Moment hier unten auf der Erde verweile, dann um euch die Legende des Ritters Reib zu erzählen. Das alles geschah vor langer Zeit. Im Königreich von Torras feierten der König Taskan IV. Und seine Königin Lizote das Ende des Bürgerkrieges. Zu diesem Anlass luden sie die ganze Bevölkerung zu einem märchenhaften Fest ein. Hype war der Meisterkämpfer dieses Königreiches. Um ihn für seine königlichen Dienste zu belohnen, bot ihm die Königin Lizote das mächtige Schwert des Friedens an. Es handelte sich um eine große Ehre und die Bevölkerung war begeistert. Ganz besonders Viola, Hypes Verlobte. Aber im gleichen Moment tauchte ein schrecklicher schwarzer Ritter auf. Niemals zuvor hatte man eine mysteriösere Erscheinung gesehen. Der schwarze Ritter schritt zum König vor und befahl, man solle ihm den Thron überlassen. In diesem dramatischen Moment entschied Hype, mutig vorzutreten. Unglücklicherweise war der schwarze Ritter zu stark. Niemand weiß, wie er es schaffte, Hype in eine Statue zu verwandeln. Dann, um ihn aus dem Weg zu räumen, schickte er die Statue weit zurück in die Vergangenheit. Und ratet, wo die Statue von Hype 200 Jahre davor wieder erschienen ist? Genau, im Hofe meines Anwesens. Damals war ich ein angehender Alchemist. Aber ich war sehr jung und ungeschickt zu der Zeit.